Der Antrag von SPD und von Grünen zur Streichung von § 218 Strafgesetzbuch ist auch für die Kirchen äußerst unangenehm, wenn nicht gar katastrophal, denn es zerstört deren Wahlkampf bzw. die geplante Agitation gegen die AfD, aber auch gegen die CDU und die CSU aufgrund der restriktiven Migrationspolitik, die Friedrich Merz, Markus Söder und, ja, und die gesamte Union fordert. Man muss Folgendes bedenken, die Spitzen der Kirchen hier, ich rede jetzt von dem Funktionieren, von der Bischofskonferenz und solche Leute, ich rede nicht von der Gesamtkirche, diese Spitzen sind in Deutschland zu linken Organisationen verkommen, die im Wesentlichen politische Propaganda betreiben zugunsten der Grünen. Die Grünen sind der Lieblingspartner dieser linken Funktionäre, denn sie sind die einzige Partei oder die einzige größere Partei, die nach wie vor für eine ultraliberale Migrationspolitik eintritt. Ja, das hat schon allein finanzielle Gründe. Ja, das heißt, durch die ganze Caritas, durch diese ganzen Zuwendungen und so weiter, bekommen natürlich die Kirchen auch relativ viel Geld, eben dank dieser ultraliberalen Migrationspolitik. Und deshalb, schon allein deshalb sind sie gegen Zurückweisung an den Grenzen, sind sie gegen eine Beschränkung der illegalen, unkontrollierten Migration. Sie sind natürlich auch gegen eine Begrenzung der Sozialleistungen für Asylanträger, Antragsteller etc. 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 Weil das Ganze ist natürlich eine riesige Industrie und in dieser Industrie ist natürlich an dieser riesigen Industrie sind natürlich auch die Kirchen beteiligt. Das heißt, sie machen das aus ideologischen Gründen, weil sie einfach links sind, ja, ultralinks, ja. Aber es hat natürlich auch einen riesen finanziellen Vorteil, eben, dass diese massive Migration nach Deutschland kommt. Nun, das Problem ist folgendes: Dieser Antrag zur Abschaffung von § 218 Strafgesetzbuch ist natürlich für den eine richtige Ohrfeige, denn sie müssten jetzt die Grünen kritisieren, natürlich auch die SPD. Das heißt, sie müssten ihren Lieblingspartner kritisieren und diese linken Funktionäre, diese linken Bischöfe, Leute wie zum Beispiel Bischof Dr. Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, oder Bischof Overbeck, das ist der Bischof von Essen, einer der linkesten Bischöfe in Deutschland, die werden natürlich einen Teufel tun und auf keinen Fall die Grünen kritisieren, ja, denn das ist deren Partner, ja. Also das ist einfach leider die Situation, das muss man sagen. Also beim letzten Katholikentag zum Beispiel, da sind unglaublich viele Grünen aufgetreten, überhaupt kein AfDler, die durften gar nicht auftreten. Und kaum ein CDUler. Ja, und die Grünen außerdem noch konnten ihre ganz antichristliche Politik dort verteidigen. Also zum Beispiel Bundesfamilienministerin Lisa Paus, hinter der ja dieser ganze Antrag gegen den § 218 Strafgesetzbuch steht, die ist da aufgetreten und konnte das ruhig und wir erläutern, ja, warum ist das wichtig und so weiter. Und die haben dann das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, das ist das Oberorgan des linken Katholizismus in Deutschland, die haben gesagt, ah ja, okay, ja, wir werden darüber nachdenken und bla bla bla. Das heißt, sie sehen im Grunde genommen diese ganze Situation, die jetzt entstanden ist, ja, und die möglicherweise den ganzen Wahlkampf dominiert. Das heißt, diese ganze Auseinandersetzung über den § 218 ist für die Kirchen extrem problematisch, denn die müssten ja eigentlich die Grünen kritisieren. Ja, wenn sie jetzt die AfD kritisieren und die Union, ja, die Union kritisieren sie ja inzwischen auch massiv, insbesondere Erzbischof Hese von Hamburg, ja, da werden die Leute fragen, ja, okay, aber wie könnt ihr die Union und die AfD kritisieren, aber überhaupt nichts zu den Grünen sagen. Und damit Sie sehen, wie skandalös das Ganze ist, wäre hier die erste Reaktion aus der katholischen Kirche, ich nehme an, es wären noch Reaktionen aus der evangelischen Kirche gekommen, zu diesem Antrag von SPD und Grüne. Und Sie werden sehen, wie skandalös das Ganze ist. Also das Ganze ist wirklich unfassbar, das hält man wirklich nicht für möglich. Also dass die so eben auf linke Linie gegangen sind, also das ist unfassbar, ja. Also hier, ich lese vor aus Kirche und Leben, das ist meines Erachtens das Bistumsblatt, die Online-Ausgabe des Bistumsblatts des Bistums Münster. Und hier steht, die katholischen Bischöfe erklären, das stimmt überhaupt nicht, also die katholischen Kirche haben sich überhaupt nicht geäußert, auch nicht die linkskatholischen Bischöfe, auch nicht der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Betzing, der Bischof von Limburg, sie haben sich nicht geäußert, sondern sie haben eben den Pressesprecher
ans Mikrofon geschickt, damit er irgendetwas sagt. Es gehe um sehr grundsätzliche verfassungsrechtliche und ethische Fragen. Und Sie sehen, Sie wollen sich gar nicht als Katholiken positionieren, sondern Sie treten erstmal auf als Beschützer des Grundgesetzes. Ja, das sind ja verfassungsrechtliche Fragen und ethische Fragen. Das heißt, Sie sagen nicht, ja, das Ganze ist gegen den Glauben oder gegen die katholische Moral oder gegen das katholische Lehren. Nein, also die tun einen Teufel. Also die wollen auf keinen Fall sich so positionieren in der Öffentlichkeit, ja. Denn dann könnte natürlich dann das aussehen, es ist eine Gewissensfrage. Ja, und dann möglicherweise könnten die Katholiken eben auf die Idee kommen, ja, vielleicht dürfen wir die Grünen ja gar nicht mehr wählen, wenn die so einen Antrag stellen. Aber das wollen die auf keinen Fall, das vermeiden sie auf jeden Fall. Also Sie werden sehen, die Grünen kommen hier gar nicht vor. Sie werden auf keinen Fall kritisiert, selbst im Wortlaut. Denn es heißt folgendermaßen. Wir halten, also man muss sich wirklich hinsetzen, also ansonsten würde man umfallen. Wir halten eine Reform des Schwangerschaftsabbruchsrechts für überhaupt nicht geeignet, in der derzeitigen politischen Situation im Bundestag noch behandelt und abgestimmt zu werden. Das heißt, Sie sehen hier, die kritisieren diesen Antrag gar nicht. Ja? Sie müssen sagen, das Ganze ist ein Angriff auf das Leben, das geht überhaupt nicht. Sie greifen die Moral an, sie greifen das Leben an, sie greifen den Glauben, und so weiter und so fort. Nein, Sie sagen, es ist jetzt in der derzeitigen Situation ungeeignet. Das heißt, die wollen sich nicht mal festlegen gegen diesen Antrag von den Grünen. Also das ist wirklich unglaublich. Ja? Also Sie sehen, Sie wollen auf keinen Fall deren Lieblingspartei kritisieren. Übrigens, es geht nicht nur um dieses Thema Migration und so weiter, zum Beispiel auch Themen wie Gender. Bischof Bechtzing, das ist der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, ist der totale Genderbischof praktisch. Er will im Grunde genommen die katholische Moral, das katholische Lehramt durch die Gender-Ideologie ersetzen und durch diese ganzen Ideen von den Grünen. Ja? Also wenn Sie diese ganzen Dokumente von diesen Leuten lesen im synodalen Weg, also das könnte vom Bundesparteitag der Grünen stammen. Also es ist fast kein Unterschied mehr. Ja? Und Sie sehen hier, wie unangenehm das Ganze ist. Das heißt, die Grünen werden nicht kritisiert. Der Antrag wird nicht kritisiert, sondern lediglich der Zeitpunkt. Nein, es ist in dieser derzeitigen politischen Situation im Bundestag, dass das noch behandelt wird und abgestimmt wird, das sei falsch. Das ist das Einzige, was eben der Sprecher der Bischofskonferenz, Herr Matthias Kopp, der katholischen Nachrichtenagentur in der Lage ist zu sagen. Ein für eine solche Gesetzesänderung notwendiges, geordnetes Verfahren und eine angemessene Auseinandersetzung könnten zwischen Vertrauensfrage, Auflösung des Bundestages und Neuwahl nicht stattfinden. Das heißt, er äußert überhaupt keine Kritik an dem Antrag. Aber es hat keine Kritik an der SPD, aber es hat keine Kritik an den Grünen. Ja, und wenn das ein bisschen, nehmen wir an, das wird ein bisschen weggeschoben, ja, es wird weniger diskutiert, dann vergleichen Sie diese Aussage ja mit der ganzen Agitation, die die Kirchen unternehmen werden gegen die AfD und gegen die Union. Also das Ganze ist wirklich unglaublich. Ja, und am Ende möchte ich Sie bitten, ja, dieses Video zu teilen und an Leute zu verschicken, ja, weil das ist wirklich so ein Skandal, ja. Also diese Kirchen sind gekapert worden. Also ich meine jetzt, ich rede immer von der Spitze. Sie sind gekapert worden von Leuten, denen der Glaube, ja, das Christentum überhaupt völlig egal ist. Ja. Also das heißt, es sind linke politische Organisationen geworden. Ja. Also das hier ist wirklich ein Skandal. Ja. Und sie wollen auf keinen Fall die Grünen irgendwie kritisieren und dass die Leute ja irgendwie denken könnten, die Grünen darf man nicht wählen. Also das Ganze ist wirklich ein Skandal. Ja. Und deshalb bitte ich Sie wirklich, dass Sie das hier verbreiten. Also das Ganze ist unfassbar. Ja. Also das sind die Leute, leider, das muss man leider sagen, ich bin ja katholisch, ja, die zurzeit die katholische Kirche in Deutschland leiten. Ich meine jetzt konkret die Bischofskonferenz. Ich bin sicher, es wird einige Bischöfe noch geben, die sich äußern und zwar gut äußern werden. Das sind die Leute zum Beispiel Bischof Voderholzer, Bischof Frank und so weiter. Das heißt Bischöfe, die auch gegen den synodalen Weg sind. Der synodale Weg war der Versuch, die ganze grüne Ideologie in die Kirche zu bringen. Und da gab es natürlich einen riesen Widerstand, glücklicherweise. Aber die wollen nach wie vor
vor im Grunde genommen das einführen. Also die halten sich da fest. Und die Hauptperson dieser ganzen Kirchenrevolution ist Bischof Dr. Georg Betzing, der Bischof von Limburg. Ja. Und Sie sehen hier, ich bin gespannt, ob er sich noch irgendwie äußert zu diesem Antrag. Ja. Also ich habe eine Ahnung, der wird es nicht tun. Und deshalb hat sich eben jetzt Matthias Kopp, der Pressesprecher, geäußert. Also von Bischof Betzing werden wir wahrscheinlich kein Wort hören. Jedenfalls, ja, da bin ich sicher, da gehe ich sogar eine Wette ein. Jedenfalls wird er die Grünen nicht kritisieren. Er wird sagen, dieser Antrag oder so, oder dieser Antrag, der jetzt im Bundestag und so weiter. Aber die Grünen wird er niemals kritisch erwähnen. Das wird er nicht tun, denn dann könnten die Grünen möglicherweise Stimmen im katholischen, beziehungsweise im evangelischen und generell christlichen Lager verlieren.